Ich muss nur mal gucken, ob das dann hier so passt, lieber Chat. Das müsst ihr mir dann mal sagen, ob das hier so irgendwie hinhaut oder nicht hinhaut. Start, Leute. Grüße euch. Der muss nur realistisch sein, gell? Realistisch? Warum Ja. realistisch? Na, wie heißt, weil wenn es kein realistischer Name ist, ist es ja eigentlich schon Fehl-AP. Ich will aber nicht meinen Relais, meinen normalen Namen da Nein, du brauchst, verwenden. nein, nein, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, gut, ich nenne mich jetzt Dennis Heidelmann zum Beispiel. Das ist ja in dem Sinne eigentlich ein richtiger Name. Weißt du? Ach, Marcel, grüße dich. Lange nichts mehr von dir gelesen. André? Ja. Naja, Dennis, so ist ja wieder, sage ich jetzt mal, kein Name in der Form. Reingeholt, ne? Das muss ja irgendwo, zum Beispiel wie, zum Beispiel als Beispiel Max Mustermann, ne? So, als Beispiel. Nimmst du den? Nee. Na, was ich vorhabe, mir das GTA-RP halt mal anklotzen und mal testen, machen, tun. Und so, ist das was für mich? Interessiert mich das? Macht das Bock? Macht das keinen Bock? Interessiert es einen Stream? Interessiert es nicht einen Stream? Ne? Ja. Weil öfters mal schon mal in gewissen Chats das schon mal vorgekommen ist, dass das schon mal, oh, das würde ich fühlen, das würde ich eventuell mal feiern, das würde mir vielleicht gefallen, blablabla. Ja, und ich habe jetzt einfach gerade die Möglichkeit, das mal zu testen, sage ich jetzt mal so. Und von daher, warum soll man es nicht mal ausprobieren? Deswegen testen, probieren geht über studieren. Kulikov. Das ne. Oh. Nicht Kulikopf, wer blöde. Kulikov. Herr Kulikov. Was? Frischbier. Apropos Bier. Ich habe gar keins mehr. Aber sehr egal. Ich habe Energy. Das reicht mir. Die Blase ist aber schon total warm. Ist ja ekelhaft. So, als Mann oder als Frau? Machen wir als Mann. Jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt hier passiert. So, es werden noch mal irgendwie noch mal gefühlte 800 Bonus runtergeladen. Geht ja recht schnell, ne? Flitz, sehen ja flink hier. Aber wie sieht denn das eigentlich mit der Fratzencam? Was ist das alles in Ordnung? Ja, müsste aber passen. So, jetzt mal einsehen in den Chat, wie ihr aber das fühlt oder nicht fühlt oder. Wir haben zwar bis jetzt nur einen Charakter erstellt, das war erstmal Bockwurst. Ich meine, ne? Ich hab's geschafft, Mann, ich muss nie mehr U-Bahn fahren. Cruise vorbei im Lamborghini Huracan. Du trägst passende Schuhe zum Oberteil, ist auch schick. Währenddessen matchen meine Autos mit meinem Outfit. Yeah, das eine Auto Englisch, das andere Italienisch. Die Uhren aus der Schweiz, ich glaub, kultureller geht's nicht. Nein, WTF? Autos, WTF? live. Doch ich wäre nie da, wo ich jetzt bin, ohne mein Fleiß. Hey, darum gibt es täglich Dinner von einem Sternekoch. 50 km Finger durch den Werbespot. Du musst nicht nur reden, sondern leben wie ein Hustler. Neue Zeit, heute hole ich den BMW für Papa. Yeah, ich hab gelernt, ich muss in schweren Tagen stark bleiben. Manchmal wird es ein so wie auf Draht sein. Jetzt geh ich zu. Alter, war ich jetzt erschrocken. So. Paulberg Voice deaktiviert. Bitte öffne die Einstellung und aktiviere den Sprachchat. Was soll ich denn das jetzt machen? Du gehst, drück einmal Escape. Wenn das schon geht. Nee, kann ich nicht. Dann drück mal Enter oder sowas. Dass du eigentlich schon fertig, dass du deinen Charakter so jetzt wie er ist erstmal erstellst. Wenn du fertig bist, drückst du Escape, dann Escape und dann müsste es eigentlich aufgehen. Na, er sagt mir nur eh gerade. Was an die Offline-Flucht, wenn du dich jetzt ausloggst, musst du alles verlieren. Er sagt mir nur eh. Ja. Ich mach's mal Dann drück bestätigen. mal E. Jetzt habe ich irgendwie. Hä? Und das für ein Käse jetzt hier? So, jetzt drück Escape. Ah. Dani muss ausziehen, komplett aus dem Inventar gehen, da geht's. Einstellungen. Audio. Nee. Und dann gehst du unter Einstellungen. Sprachchat hier. Aktivieren. Ausgabegerät, das Sprachchat.
Muss ich alles aktivieren hier? Oh. Geräuschlautstärke bei Sprache. Musiklautstärke bei Sprache. Machen wir einfach mal an, irgendwie, keine Ahnung hier. Mikrofon aktivieren. Sprache aktiviert, Mikrofonlautstärke machen wir mal so. Mittel- und Empfindlichkeit so. Machen wir mal, lassen wir das mal so. Ihr seid jetzt hier auf VideoTalk einfach mit dabei, wie ich das Ganze hier mache. Genau. So, dass es dann hinterher nicht heißt, ich habe irgendwelche Sachen gefaked oder irgendwie so ein Blödsinn, ne? Ja. So. Habe ich gemacht jetzt. Was muss ich jetzt machen? Jetzt muss ich ja irgendwie wieder meinen Charakter... Jetzt kannst du wieder komplett mit Escape raus, erstmal. Ja, wie stelle ich aber jetzt meinen Charakter an? Ich sehe jetzt aus wie so ein Glatzkopf. Ja, warte. Ja, mach da erstmal weiter. Also geh erstmal raus. Komplett. Bin ich ja schon. So, ja. Ja, ich sehe das hier in Zeitverzögerung. So, wenn du jetzt hinter zu den Kisten läufst, müsste so ein gelber Punkt sein, wie hier an der Seite, wenn du hinter zu den Kisten läufst. Da hinten, der Punkt, siehst du den? Ich bin gerade auf dem Weg dahin. Schönheitschirurg. Boah, ich will einfach auch mal. Allgemein, Augenfarbe. Oh. 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 Wollen wir mal irgendwas völlig komisches machen? Oh. Weiße Augen. Alter, 4 Jahre. Hä? Ich kann nur von 0 bis 14 machen. Ich denke auch mal, dass das nicht richtig geht. Ich mache einfach mal 14. Stärke. Muttermal. 0. Muttermal Brust. Hä? Kann ich mich jetzt hier nicht irgendwie drehen oder so? Habe ich da ein paar Ditten oder was? Figur. Oha! Weil du kannst nämlich, wenn du nämlich wieder auf dein Inventar gehst, Rollenanzug und dann auf Entfernen drückst, geht er nämlich weg. Oha, was sind denn das alles hier für Versionen, Leute? Wie sieht denn das aus? Ich würde gerne auch mal wissen wollen, wie ich hier... Oha. Oha, Leute. Was wollen wir für eine Frisur nehmen? Ich habe die 13. Gibt's erstmal hier über 100 Frisuren, ey. So. Mhm. Er hat eine Palme auf dem Kopf. Lol. Ich hab eine Palme auf dem Kopf. Ich bin der König. Der König. 3, 4. Oh, die 4 sieht eigentlich gar nicht verkehrt aus. 5 sieht aus wie ein bisschen wie Trevor. Sieht so alt im Gesicht aus, aber total faltig. Das geht ja mal gar nicht. Machen wir mal 0. So. Das sieht ja irgendwie komisch aus. So, Leute. Was machen wir jetzt hier für eine Frisur? Ich nehme 12. Farbe. Das ist natürlich eine gute Frage jetzt, ne? Frisurdetails. Detailfarbe. Bart. Na, machen wir mal ein Bärtchen. Ich sehe gar keinen Bart. Wieso sehe ich denn keinen Bart? Das ist ein Käse. Ah, Hitze. Nee, sie hat doch gerade zugehört eigentlich. Ich hab's doch gerade gedacht, wie das macht. Guck mal, was ist jetzt für ein Charakter hier? Wie der aussieht. Ja, aber ich verlasse euch erst mal die Heilung getan. Jo, alles klar. Na, dann später. Jo. Du siehst ja aus. Hast du im Inventar noch einen Strahlanzug, Dani? Ich geh mich schon wieder am Strahl rein. Du musst aber auch die Maske mit ausziehen, gell? Ja, indem du bei U auf Maske drückst. Ich kenn mich schon wieder bei. Heh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 
denn das hier aus? Das sieht aus wie so Fußball, wo die Augen rauskommen. Die Spitze. Komische Gestalten hier, muss man mal ganz ernsthaft sagen. Sorry, dass ich das sage, aber ich weiß nicht, wer das hier programmiert hat. Aber das ist schon lustig. Das ist schon mal lustig. Die ganze Gesichtsform mal mit großen Augen, kleinen Augen, dann mal eine dicke Nase, eine dünne Nase. In Form mit der Kombination hier. Ah, nee, ey. Ist natürlich jetzt nur die Frage, was wir da nehmen, ne? Na, nehmen wir hier den mit den spitzen Zinken hier. Oder? Nehmen wir den mal hier. Das sieht irgendwie. Hey, jetzt hab ich den auch an. Warum? Größe der Nase. Das können wir hier so einen richtigen Zinken machen. Alter, der einen fetten Zinken jetzt, die Höhe der Nase. Ich hab schon wieder Scheiße im Schädel. Aber so ungültig. Was ist ungültig? Mit der Kleidung aus dem Tuch habe ich den wieder an. Lol. Ach, der Chat spielt nicht mit, das ist doch langweilig hier. Thank you.